Egal ob Bremen oder Stuttgart, Hauptsache deutscher Meister. Damit sage ich Servus an euch Leute da draußen. Schön, dass ihr heute wieder mit am Start seid. Ja, es ist schon ein bisschen her, als wäre da Bremen und der VfB Stuttgart deutscher Meister wurden. Beide Teams haben eine wirklich sehr gute Saison jetzt hinter sich. Werder ist zum Beispiel knapp an den internationalen Plätzen vorbeigeschrammt und der VfB ist wieder in die Bundesliga aufgestiegen. Heute stellt sich doch mal die Frage, geht dieser Aufwärtstrend weiter oder war das eben nur eine Eintagsfliege? Die Antwort gibt's im zweiten Teil meiner Bundesliga-Vorschau. Bei Werder Bremen gibt es keine Gnade. Im Mittelpunkt steht natürlich der Trainer Alexander Nuri, der wirklich jeden Stein umgedreht hat. Klar, der Erfolg gibt ihm ja auch recht, aber die Art und Weise, wie er das alles geschafft hat, ist nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Nach und nach verlassen gestandene Mitarbeiter das Schiff. Da haben wir zum Beispiel den Assistenzcoach Florian Bruns oder natürlich auch einige Spieler. Ganz vorne ist da Torhüter Felix Wiedwald zu nennen. Klar, der Junge hat in der Vergangenheit immer mal wieder gepatzt und stand lange Zeit in der Kritik, aber er hat auch mit einigen Paraden Nuris Job gerettet und ist sogar ein gebürtiger Bremer und damit natürlich auch eine Identifikationsfigur. Bei dem Abschied eines Spielers schaue ich mir sehr oft die Facebook-Beiträge dann an und da hat Wiedwald geschrieben, dass er allen dankt, insbesondere Christian Wander, also dem Torwarttrainer von Werder Bremen und eben Florian Bruns. In keiner Silbe, und das ist sehr, sehr auffällig, wird da Nuri genannt. Der neue Torhüter ist Jiří Pavlenka und der steht natürlich jetzt unter Druck. Er muss auf jeden Fall besser als Wiedwald sein und darf auf gar keinen Fall patzen. Wie gesagt, der Erfolg gibt ja rein theoretisch Nuri recht. Aber was passiert, wenn es nicht läuft? Ich glaube, Werder wird wieder so einen leichten Schritt zurück machen in dieser Saison und am Ende auf Platz 12 landen. Der Abstieg des VfB Stuttgart war ein Unfall. Schon der Kader in der zweiten Liga war deutlich besser als die Konkurrenz und jetzt haben die Schwaben sogar noch mehr investiert. Weltmeister Ron-Robert Seeler, dann haben wir noch Dennis Aogo oder ja gut, auch Holger Badstuber, jetzt nur ein paar Namen zu nennen. Die Transfers zeigen, keiner hat einen Stammplatz. Die Spieler müssen einfach jeden Tag kämpfen und diesen Druck eben aushalten. Und wer es nicht schafft, der wird halt dann auf der Bank sitzen oder vielleicht sogar auf der Tribüne. Neben den etablierten Stars hat sich der VfB dann noch das vielleicht größte deutsche Talent zumindest vorerst gesichert. Dennis Burnic, 19 Jahre ist er alt und mehrfacher deutscher Juniorenmeister. Der Junge ist von Borussia Dortmund ausgeliehen und könnte vielleicht sogar einer für die Startelf sein. Jetzt nicht am ersten Spieltag, aber im Verlauf der Saison auf jeden Fall. Ein Fragezeichen steht noch hinter Simon Terodde, der zweimal in Folge in der zweiten Bundesliga Torschützenkönig wurde. Aber ich persönlich frage mich ja, kann er auch gegen absolute Top-Clubs wie jetzt den FC Bayern oder Borussia Dortmund treffen? Beantwortet ihr mir doch mal diese Frage. Ist er gut genug? Ja oder nein? Oben im i ist auf jeden Fall eine Umfrage. So, und ihr könnt es natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Da bin ich wirklich mal auf eure Meinung gespannt. Was die Saison angeht, würde ich sagen, ja, ich tippe mal auf Platz 11. Bayer Leverkusen hat eine wirklich turbulente Saison hinter sich. Nur Platz 12 in der Liga und so wird man zum ersten Mal seit 2009 nicht im internationalen Geschäft vertreten sein. Jeder hofft natürlich, dass diese Saison nur ein Ausrutscher war und jetzt alles besser wird. Und deshalb ist das Ziel auch ganz klar definiert. Man will sich mindestens für die Europa League qualifizieren. Für mich hat Bayer sogar den Transfer des Jahres gelandet, Sven Bender. Der Transfer ist einfach perfekt, weil sein Zwillingsbruder Lars ja auch in Leverkusen spielt und sogar Kapitän ist. Bis 2009 spielten die beiden hier in München zusammen und zwar beim TSV 1860 München. Und da haben sie sich wirklich perfekt ergänzt, das muss ich einfach ganz klar mal so sagen. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis große Vereine auf sie aufmerksam werden und sie dann später auch holen. Jetzt sind die beiden also wieder vereint und da könnte Schwung in die Werkself kommen. Nicht vergessen sollte man da auch natürlich den neuen Trainer Heiko Herrlich, der will mutigen Angriffsfußball spielen und das hat er ja schon mit Jan Regensburg super gemacht, das hat super funktioniert. Trotzdem, für Herrlich wird es die erste Station in der Bundesliga sein und deshalb mal die Frage, was glaubt ihr denn? Ist das für ihn eine Nummer zu groß oder wird er das super meistern? Schreibt eure Meinung auch hier mal gerne in die Kommentare und was die Tabelle angeht, ich tippe, es wird leicht nach oben gehen. Für einen Europa League Platz reicht es aber noch immer nicht. Ich tippe auf, ja, Rang 9. Die Helden der Hauptstadt. Ja, zum ersten Mal seit 8 Jahren spielt die Berliner Hertha in der Europa League. Das ist ein wirklich großartiger Erfolg, auf den man jetzt doch mal aufbauen sollte. Aber er könnte natürlich auch durch die größere Belastung zum Problem werden. Die Bosse haben genau das erkannt und deshalb ist jetzt jede Position doppelt besetzt. Ich persönlich finde, dass die Hertha sehr gut aufgestellt ist, vor allem was die Zukunft angeht. Ich meine, im Kader stehen alleine 3 Jungs, die U21-Europameister geworden sind. Und dann hat man auch noch Marvin Plattenhardt auf der linken Seite, der, ihr wisst es ja, den Confed Cup geholt hat. Hier sehe ich aber die ganz entscheidende Schwierigkeit. Der Kader ist zwar relativ breit und auch wirklich sehr talentiert, wie ich es ja gerade gesagt habe, aber nicht alle hatten im Sommer
Sommer eben einen schönen Urlaub und konnten so die Batterien aufladen. Zumindest keinen langen Urlaub, sagen wir es mal so. Früher oder später werden die einfach auf den Zahnfleisch gehen. Gespannt bin ich vor allem auf Davy Selke, der jetzt von RB Leipzig gekommen ist. Der ist jung, kann auch wirklich viel lernen und wird auch bei der Hertha die Zeit bekommen. Und Leute, sollte er jetzt mal irgendeinen Fehler machen, ich hoffe, dann wird nicht gleich ein Shitstorm ausbrechen, weil der ja früher bei RB Leipzig gespielt hat. Naja, um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen, ich persönlich glaube, Berlin wird an Boden verlieren und am Ende tatsächlich auf Rang 10 landen. Das erste Mal, so lautet der Slogan von 1899 Hoffenheim. Der Verein hat sich ja zum ersten Mal in der Clubgeschichte für den Europapokal qualifiziert. Wisst ihr wahrscheinlich auch. Über die Belastung haben wir schon ein bisschen gesprochen, aber jeder geht so ein bisschen anders an diese Herausforderungen heran. Trainer Julian Nagelsmann will zum Beispiel mit der neuesten Technologie seine Spieler schulen. Zum Beispiel, und jetzt haltet euch mal fest, über Virtual Reality. Keine Ahnung, wie das aussehen soll, aber bestimmt mega geil. Zitat von ihm, das wird ein bisschen anspruchsvoller für die Rübe. Ich persönlich frage mich ja ehrlich gesagt, wie man in dieser Saison wettbewerbsfähig sein will. Sebastian Rudi und Niklas Süle sind zum FC Bayern gewechselt, das wisst ihr ja alle. Und ich persönlich sehe niemanden, der insbesondere Rudi als Stratege 1:1 ersetzen kann. Das wird vor allem zu Beginn der Saison richtig schwierig werden. Und so wird man natürlich dann auch einige Punkte liegen lassen. Zu Beginn der Rückrunde könnte die Lücke dann geschlossen sein, da bin ich mir relativ sicher sogar, denn Nagelsmann kann jeden Spieler entwickeln. Siehe Kerem Demir bei, der ist jetzt mittlerweile sogar Nationalspieler. An die Erfolge der letzten Saison wird Hoffenheim wahrscheinlich nicht anknüpfen können. Ich tippe auf Platz 8. Zu guter Letzt haben wir dann natürlich auch noch den ersten FC Köln. Auch hier schwebt das Thema Europa über den Köpfen, aber es darf den Jungs einfach nicht zu Kopf steigen. Also, wenn ihr versteht, was ich meine, denn Bodenständigkeit ist der Grundstein für den Erfolg. Wenn ein Spieler einen Höhenflug bekommt und jetzt so unbedingt weg will, ja, so wie zum Beispiel Anthony Modest, legt man ihm einfach keine Steine in den Weg. Trainer Peter Stöger hat dazu gesagt, und das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Zitat, ich werde keinem jungen Menschen seinen Lebensweg verbauen. Für die Köln hat sich das natürlich auch ausgezahlt, also dass Anthony Modest den Verein gewechselt hat. Das Konto ist prall gefüllt und dazu hat man mit Cordoba quasi den jüngeren Modest eingekauft. Er hat ein richtig schweres Erbe und wir sollten jetzt alle nicht erwarten, dass der Junge 25 Tore schießt, aber ich glaube, Köln kann sich zumindest in der oberen Tabellenhälfte festsetzen und nochmal die Leistung aus der Vorsaison bestätigen. Ganz ehrlich, da höre ich jetzt auch nur auf mein Bauchgefühl und das wurde in einem der letzten Videos kritisiert, aber hey, wenn ich eine Meinung habe, wenn ich das Gefühl habe und es vielleicht jetzt mal nicht rational erklären kann, hey, dann sage ich es trotzdem mal, denn es ist ja immerhin meine Vorschau. Trotzdem habe ich eine schlechte Nachricht für die Köln-Fans. Ich denke, dass es auf Platz 7 dann zu Ende gehen wird, also dass Köln auf Rang 7 landen wird und so würde man ja ganz, ganz knapp die Europa League verpassen. Ja, also in dieser Vorschau habe ich mir wirklich sehr, sehr schwer getan. Das fühlt sich so an, als ob ich gerade in eine Glaskugel geschaut habe und einfach irgendwas von mir gegeben habe. Naja, was sagt ihr denn? Wer wird im Mittelfeld landen und welches Team fehlt euch denn bis jetzt in den ersten beiden Ausgaben? Solltet ihr mein Video zum Abstiegskampf zum Beispiel noch nicht gesehen haben, das wird gleich hier verlinkt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Freitag wieder. Dann gibt es die dritte Vorschau, dann mit dem Meisterschaftskampf. Und dann würde ich sagen, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich gut Kick und ciao.